Hi und willkommen bei mir, Lurchen Nummer 1. Ich habe euch einen nicht neuen Money Glitch, aber die verbesserte Version nach allen Hotfixes. Das heißt nämlich, ihr könnt weiterhin solo Geld machen und das nicht gerade wenig. Und das Prinzip ist fast dasselbe wie beim letzten Mal. Nur müssen wir eine Kleinigkeit an dem Glitch ändern und dann funktioniert er wieder. Diese Änderung hat mein Kollege Waterfudge gefunden. Der Link zu seinem Kanal ist in der Videobeschreibung. Kommen wir zu dem Money Glitch. Er ist im Prinzip dasselbe wie beim letzten Mal. Ihr müsst euch wieder einen Karin Sultan bestellen oder irgendein wertvolles Auto, was ihr verkaufen könnt. Ich zeige jetzt mal, dass ich eine volle Garage habe mit 10 Fahrzeugen und eins davon bestelle ich mir nun. So, jetzt warten wir kurz, bis das Fahrzeug geliefert wird und dann zeige ich euch, wie einfach das eigentlich ist. Es gibt nur eine kleine, klitzekleine Änderung an dem ganzen Spaß und ihr könnt wieder weiter Kohle machen oder euch die Garagen vollstellen mit diesen Fahrzeugen. Und zwar, so wie beim letzten Mal, ordern wir den Karin Sultan, steigen aus und jetzt kommt der kleine, aber feine Unterschied. Wir jagen das Auto in die Luft. Das klingt bescheuert, ist aber so. So. Habt ihr das Fahrzeug in die Luft gejagt, geht ihr einfach in euren Biker-Club. Oder in euer Biker-Club-Haus, je nachdem. So. Habt ihr das gemacht, steigt ihr wie beim letzten Mal auf ein billiges oder auf ein Fahrzeug, was ihr nicht mehr braucht, auf irgendein Motorrad. Ich nehme hier diese Vespa für 5000 GTA-Dollar. So. Sitzen wir auf der Vespa, holen wir unser Handy hoch und rufen jetzt bei Morse Mutual an. Und lassen unseren eben zerstörten Sultan wieder instand setzen. So, ihr seht hier, Sultan RS, den habe ich gerade eben in die Luft gejagt. Und nun lasse ich ihn wieder herstellen. So, und nun zeige ich euch auf der Karte, wo das Fahrzeug sich jetzt befindet. Das Fahrzeug befindet sich jetzt hier hinten. In der Nähe von Benny's. So, ist es bei euch genauso, dass ihr das Fahrzeug jetzt hier hinten stehen habt auf der Karte, drückt ihr jetzt Steuerkreuz nach rechts, um wieder, wie beim letzten Mal, eine Kleinigkeit an dem Fahrzeug zu ändern. Ich zeige das nochmal. Das Fahrzeug muss hier auf der Karte gespawnt sein und ihr geht wieder auf die Nummerntafel oder irgendwas anderes und ändert eine Kleinigkeit. Habt ihr das gemacht, verlasst ihr die Tuning-Werkstatt wieder. Ich gucke jetzt nochmal nach. Jawohl, ihr seht, das Fahrzeug ist immer noch da. Und es wurde ja von Rockstar so gepatcht, dass wenn wir die Nummerntafel gekauft hatten, das Fahrzeug verschwunden war. Und ihr seht, diesen Patch sind wir jetzt quasi umgangen. Das heißt, wir steigen jetzt von der Vespa ab, nachdem wir eine Kleinigkeit geändert hatten. Und laufen wieder vor den Biker Club oder das Clubhaus. So. Und nun müssen wir uns natürlich zu unserem Fahrzeug begeben. Dafür müsst ihr euch jetzt leider Gottes irgendein Fahrzeug klauen oder ihr geht her und kauft euch ein Clubhaus in der Nähe dieser Position, wo euer Fahrzeug gerespawnt wird. Das könnt ihr natürlich auch machen, dann habt ihr die Rennerei nicht. Wie gesagt, wie ihr das wollt. So, ich klaue mir jetzt eben hier ein Auto und fahre zu der Location, wo sich mein Sultan befindet. Das wäre nämlich hier. Ihr seht, hier steht mein Fahrzeug und nun ist wieder alles beim Alten. Ihr fahrt jetzt das Fahrzeug einfach direkt wieder zum Verkauf. Entweder habt ihr einen freien Stellplatz in der Garage, dann macht ihr eine Änderung an der Nummerntafel und das Fahrzeug habt ihr dann in der Garage. Oder ihr sagt euch, okay, ich verkaufe es sofort. Und das machen wir jetzt in meinem Beispiel. Wir fahren jetzt wieder zu Benny's und verkaufen das Fahrzeug. Wenn ihr die ausführliche Beschreibung dieses Glitches braucht, die verlinke ich euch auch nochmal vom Original Money Glitch. Aber diese Version ist eigentlich auch relativ einfach zu verstehen, denn jetzt gehen wir einfach wieder her, verkaufen das Fahrzeug für 700
knapp 725.000 GTA-Dollar. Ich muss hier aber noch ganz klar erwähnen, mein Charakter ist Level 16 und trotzdem bringt dieser Sultan eine Stange Geld. Das Ganze ist gebypassed, es ist Solo. Das heißt, ihr könnt wieder Kohle machen bis zum Abwinken. Ansonsten, ja, ist alles wie beim Alten, nur dass ihr euer Fahrzeug jetzt in die Luft jagen müsst und danach stellt ihr es einfach wieder her über Morse Mutual und dann sind die Schritte abermals dieselben, wie wir sie schon gehabt haben. Natürlich trete ich jetzt noch den Beweis kurz an und zeige euch, dass in der eben gezeigten Garage sich immer noch 10 Sultan befinden und ich nicht einen einzigen verloren habe durch diesen Verkauf. Wie ihr seht, alle Fahrzeuge sind noch da, alles ist in Butter. Ich bin um 725.000 GTA-Dollar reicher. Das kann variieren bis zu 900.000 GTA-Dollar, was ihr pro Fahrzeug machen könnt. Wie gesagt, keine 45 Minuten Wartezeit. Und das Ganze solo in einer Privatlobby oder in einer öffentlichen, wie ihr das gerne hättet. So, ich bin dann an dieser Stelle mal raus. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein zum nächsten Video. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Macht's gut. Bye. Was a group hugs out of the question?